Der 18. Parteikongress endete am Donnerstag und präsentierte den neuen Führer Chinas. Der neue Parteisekretär Xi Jinping sprach im Anschluss mit Reportern und versprach Reformen und mehr Wohlstand. Doch das hängt nicht allein von Xi ab, denn mit ihm stehen auch konservative Kader an der Spitze. Nach dem einwöchigen Parteikongress traten die nun 7 Mitglieder des Ständigen Ausschusses des Politbüros der KP Chinas vor die Presse. Wie erwartet ist Xi Jinping der neue Generalsekretär der KP, also die Nummer 1 des Regimes. Und nachdem sein Vorgänger Hu Jintao die Militärkontrolle abgab, hat Xi auch die Leitung der Zentralen Militärkommission übernommen. Über die genaue Besetzung und Anzahl der Mitglieder des Ständigen Ausschusses gab es viele Spekulationen. Nur Xi Jinping und Vizepremier Li Keqiang hatten bereits ihren festen Platz. Der Ständige Ausschuss des Politbüros wurde von 9 auf 7 Mitglieder reduziert. Die anderen 5 Mitglieder sind Zhang Dexiang, Yu Chengshan, Liu Yunshan, Zhang Gaoli und Wang Qishan. Zu der Presse sagte Xi Jinping, die neue Führung stehe vor vielen Herausforderungen. In dem neuen Umfeld steht unsere Partei vor vielen ernsthaften Herausforderungen und dringenden Problemen in der Partei, die gelöst werden müssen, besonders mit einigen Parteimitgliedern und Kadern, die korrupt sind, Bestechungsgelder nehmen, menschenfremd sind, mit übertriebenem Nachdruck bei Formalitäten und Bürokratie. Das muss mit großem Einsatz angesprochen werden. Die gesamte Partei muss ihnen gegenüber wachsam sein. Xi versprach Reform und Öffnung und sagte, die Partei werde daran arbeiten, größeren wirtschaftlichen Wohlstand für alle zu sichern. Da jedoch viele Mitglieder im Ständigen Ausschuss als konservativ gelten, gibt es Zweifel an wirklicher Reform. Manche meinen, während wirtschaftliche Reformen möglich seien, werde es keine wirkliche politische Reform unter der neuen Führung geben.